Ach, die Steine liegen schon wieder rum. Das ist doch immer ein Fun. Mein PC ist einfach mal seit Freitag um 13 Uhr online. Also, und wurde nur zweimal restartet. Also zweimal einfach Neustart. Aber hat sich nicht einmal irgendwie abgekühlt oder so. Weil durchgehend durch die Nacht gerendert. Aber es hat da geschissen, jetzt kann er wieder essen, oder? Hoffentlich. Ja. Nice. Können wir jetzt eigentlich untersuchen, ob da Matchup-Eggs drin sind? Oh, geil. Nitrogen. Du musst einfach vor dem rumlaufen und die ganzen Büsche wegfahren, dann kann er nirgendwo essen. Dann musst du machen, ich glaube hinter ihm. Scheiße. Ach, Paul. Das Video immer so klingt. Und dann rennt er erst los. Das ist aber auch so beim Pepe, der ist immer, muss erst mal niesen und rennt dann los. Stell dir mal vor, wie geil es jetzt wäre, wenn einfach jetzt so ein Giganote von da raus gerannt kommt. So, wo du jetzt hinrennst. So mega. Ja, so mega heftig, Alter. Oh, Junge, da läuft gerade ein Schweig lang, ne? Ja, nein. Dino hat's vorher gesehen. Alter, stell dir mal vor, so dumm, 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 die ganze Erde. Exploded. Dann zerfrisst er alles von uns. Und Bonto würde da auch locker down bekommen. Ja. Würde alles von uns down bekommen. Er würde aber schon ordentlich Damage schon kriegen, denke ich mal. Er hat 300.000 Damage. Willst du mich verarschen? Ich krieg einfach einen Stein in meine Fresse in dieser mega V.O. Hi, falls ich da fressen. Boah, ihr seid aber auch alle gefährlich nahe mehr. Und ich bin nicht der Schnellste. Weil ich hab ein paar... Aber warum holt ihr die Pepis nicht dabei? Eine richtig gute Farm. Oh, ich kann Bock zu. Ich esse einfach und klopf gleichzeitig auf einen Stein drauf. Wie das so aussehen muss. Oh. Nicht. Stopf sie nicht die ganze Zeit so Marmelade. Also. So Bären einfach in den Mund. So durchgehend runter, nicht mehr kauen. So ein Staubsauger. So wie wir mal die Melonenkaugummis verschlingen. Boah, Junge, wir haben einfach mal wie war das, ein 300er Pack oder so? Ich hatte den in der Woche auf. 500er. Ja, stimmt, Alter. Wir haben die so gesuchtet. Weil man isst so eins, so 5 Minuten lang ungefähr. Weniger. Nach 2 Minuten fängt der Geschmack schon wieder auf. Es hört auf, gut zu schmecken. Dann, Alter, mein ganz... Junge, überall... Mein Mülleimer war so komplett grün, ne? Ja, vor allem bei mir war überall so zum Beispiel von so Papier, von irgendwie anderen Sachen oder so alte Blätter aus der Schule oder so überklebte so Kaugummi dran. Einfach überall hingebappt eben. Okay. Erstmal hier einen Schluck trinken. Okay. Dann packe ich nämlich jetzt erstmal die Walls. Wir haben nämlich jetzt auch noch 12 Steinwände. 4 Metall. Steinwände. Easy. Wir haben 7 Metall, aber soll ich nochmal wieder anschmeißen eben kurz? Genau. Hab ich noch Metall? Ja, ich hab noch ein Metall. Ja genau, dann passt das mit den 8. Okay, dann musst du einfach eben herkommen. Genau, als ob ich zu dir gehe. Oh, ich will so. Jetzt bräuchte man. Oh nein, jetzt hier kommt ein lila in der Strahl. Auf welchem Level ist der? Level 1? Nein. 40, 50, ja, wieso? Groß dieser Aufwender. Man fühlt sich einfach schon, als wären wir so richtig High-Level irgendwie, oder? Wenn man solche Sachen hält. Ja, wir haben T-Rex Bronto. Und man ist ein bisschen auf Level, ich bin Level so 27 oder so noch. Okay, jetzt droppen wir das mal hier irgendwo hin. Ja. Okay, danke. THX. Und hier wird ein... THX. Ein Strahl kommt da runter. Und ich finde solche so Peteranodon wäre halt schon nice. Mhm. Brauch halt auch nur noch 2 Level, dann könnte ich Peteranodon und diese geile Waffe. Ja. Und Peteranodon, wir müssen uns dann halt, ich würde schon sagen, dass wir uns schon einen höheren Peteranodon, so ein bisschen aufs Level achten, würde ich schon sagen, oder? Wegen Stamina-Gewicht.
Leben. Ja, also unter Level 50 geht da nix. Müssen aber vorher auf jeden Fall schon einmal auf dem Berg gewesen sein. Die Kristalle. Mhm. Weil sonst sehen wir die Leben ja nicht. Okay. Wir werden nicht jeden Peteranodon von mir holen. Weil die sind voll wenig Peteranodons, ne? Ja, stimmt echt. Ab und zu ist mal ein Quetz, aber... Weil da, wo wir vorher gelebt haben, waren so viele... Oh, fast Hälfte jetzt schon, nice. Okay. Das war genau der sich gebückt, um zu fressen, hat dabei geschissen. Er weiß, wie es funktioniert. Multitasking. Okay, dann nehmen wir hier das Eisen auch nochmal. Haben wir jetzt mal wieder 4 Eisen. Ist im Moment noch ganz nice. 8 Eisen schon mal. Da können wir schon mal, was brauchst du, eine Picke oder sowas? Ich eine Picke. Also ich würde schon sagen, dass wir uns eine Spitzhacke holen. Ja. Wegen dem Eisenfarm. Und wir können dich nicht öffnen. Wen? Den Drop. Welches Level ist er denn jetzt? Weiß ich nicht. Achso, kann man das nachgucken? Wenn man hingeht. Okay, dann lucke ich mal im Alter, wie viel Trinken ich auch verbrauche. 35! Als ob. Oh Mann, du musst noch ganz schnell ein paar Level aufleveln. Genau! Crafte 30 Behemoth-Gate. Hab wieder alle hin und... Ja genau, wie geil wäre das, wenn man so 10 davon hintereinander tut und dann so einen Tunnel hat und dann alle mit so einem Tor drin und dann muss man so, dann spammt man so E und dann geht das so dumm auf. Es gibt ja auch mitten im Land, also wirklich mittendrin, drauf gibt es ja auch so einen mega geilen Spot, wo so eine Höhle ist. So eine Unterwasserhöhle, also so eine Höhle, so ein See, der in so einem Felsspalt drin ist und dann kann man da drunter durchgehen und dann ist da mega viel Platz und so. Und dann kann man, da passt auch, glaube ich, da passt ein T-Rex durch diesen Spalt. Habe ich in so einem Video von irgendeinem English YouTuber geguckt. Als wenn keiner... Hast du es gehört? Mhm. Nice. Ich muss mir mal eine Aufnahme angucken, wie sich das anhört. Oder anhören, wie das hier anhört. Das macht... Mach das einfach. Ich mach mal den Ton. Oh Junge, dieser Typ, der hat gerade... gemacht. Ich dachte schon, der wird wieder aggro. Der hatte gerade ein paar... Hat sich verschluckt wahrscheinlich. Bei Metro Berries in sich reinstopfen. Als wenn das hier kein Stein ist. Oh, verarscht hat er mich, Alter. Richtig verarscht. Verarschen. Es gibt auch so einen See, da sind ganz viele kleine, runde Steine, ne? Oh, you need closer to go to your member. Please go ein Stück zurück, Alter. Wo bist du denn ganz hingerannt? Ich bin jetzt fast bei uns zu Hause. Als ob du da hinten bist, ich bin hier. Kannst du mal nach der Schildkröte gucken? Ne, ganz ehrlich, ich tue dir jetzt... Ganz ehrlich, ich gebe dir jetzt erstmal einen Narkose-Pfeil und merke dann, dass es Steinpfeil ist. Oh, Alter, die hat noch 3%. Okay, ich komme jetzt wieder zu dir, ne? Nein, der geht's ganz gut, aber die braucht vielleicht mal bald wieder ein paar Match-Berries. Weil die hat nur noch 6. Ich komme wegen anderen Grund zu dir. Oh, Arschloch. Ich habe alle Steine weggemacht, du kannst dich nirgends so draufstellen. Als wäre der jetzt aber mal stehen geblieben und hat eben kurz geschissen. Als ob du den wirklich drauf weggemacht hast, wo ich mich immer draufgestellt habe. Warum machst du hier alle Steine weg? Ich brauchte Steine. Junge, jetzt bin ich wieder auf deiner Seite und jetzt kann ich hier wieder keine Steine farmen. Ja, du sollst doch keine Steine farmen, Junge. Der ist Fleisch mich sonst noch. Wo ist denn der jetzt? Da ist der. Kannst du mal mit dem Schweigbären farmen und ein bisschen Metro Berries. Ich will aufleveln. Genau. Soll ich dann einfach wieder normale Wände machen? LOL! LOL, der ist gelaufen, während er sich gebückt hat. Das ist auf dem Boden. Nice.
Junge, was macht er denn die ganze Lupe Scheiße? Läuft lang, bleibt stehen, scheiße, läuft hier weiter. Ich glaube, jetzt müsste es auch schon wieder die Ende, das Ende von so einer vierten Folge sein oder so. Okay, gerade kleiner Frame-Einbruch. Und ich mache jetzt auch wieder Wooden Worlds, Woodenen. Und das Haus verwandelt sich schon ein bisschen, ne? Aber wie machen wir das? Unser Haus ist ja alles andere als quadratisch. Und wir denn da, wo diese zwei seitlichen sind, ich würde sagen, diesen einen breiten, den wir da haben, diese einen Plattform, die wir da haben, ja, am Anfang, die reißen wir weg, weil die bringen sie mir nicht wirklich. Ja. Da könnten wir halt einen Ausgang nach außen theoretisch machen oder so, was bringt sie mir nicht. Und dann könnten wir theoretisch so ein Schrägdach machen und dann beim Fenster könnten wir so ein Fensterluke finden, ein Schrägdach, kennst du ja aus den Häusern. Mhm. Sieht ganz nice aus. Ja, das ist halt, also das ist glaube ich auch nochmal so eine Schwierigkeit, das da so schön so in so einem Schrägdach zu machen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass diese Spitze sozusagen, also wenn man so von See guckt, so dass sie so nach rechts und links runter geht. Ja, genau. Also nicht, dass die so... Wie nach rechts und links runter geht. Also dass sie sozusagen das Haus guckt nach vorne und nicht so... Ich glaube, du willst das auch so machen, also... Nee, andersrum. Das ist ja länger. Von links nach rechts ist es ja länger. Ja, genau, das meine ich halt. Genau. Also das ist sozusagen... Von vorne so ein Haus ist einfach. Also nicht, dass man auf so eine Schräge drauf guckt, sondern auf so eine flache Wand. So, ja. Ich glaube, ja. Keine Ahnung, ich glaube, wir meinen schon dasselbe. Ja. Also wie bei meinem Haus auch. Das also wie normal, dass wenn es länglicher ist, dass es dann halt... Genau. Diese... Da, ja, okay. Aber wir wollen nicht so eins machen, was auf allen Seiten Schrägen hat, ne? Auf zwei Seiten dann flache Wand, ne? Ja. Nur Schrägen, das sieht irgendwie ein bisschen, naja. Und der ist jetzt Hälfte Taming, ne? Und das Geile ist, mit dem könnten wir uns jetzt unten hinstellen, Rechtsklick machen und dann wirft er uns so hoch, ne? Mal schauen, ob der es schafft, ob der Geist da uns hochzuwerfen. Der dreht sich die ganze Zeit direkt voll auf. Oh, ich war gerade recht hinter ihm. Okay, Level 28. Was? Ich. Dann hole ich dich jetzt auch mal ein bisschen wieder ein, das ist halt auch ganz gut, ne? Damit wir nicht so ewig auseinander sind. Oh, hier ist auch so ein kleiner. Also ich habe den gerade gefüttert und dann wird er auf einmal Akku, ne? Das ist Logik, Alter. So kleine Affe. Hallo. Hallo. Oh, so, also ich will ja echt... So ein Affe, aber der ist so schwierig zu tamen. Oh, Junge, du klatscht mich gegen die Wand. Ich lauf gerade vor dem Mega-Ding ist er weg. Er ist ein Krieger, sorry. Stell mir gerade hinter dem Baum, Junge, ganz ehrlich. Als ob er jetzt irgendwo mitten hinten im Wald Anti-Akku geworden ist. Muss sie glaube ich nochmal wieder Akku machen. Junge, ich werde gleich durch den Stein gebackt. Ich glaube, ich muss eben zu dir kommen. Aua, dritte Leben. Ich stehe gen... Leuch. Bleib bei dir. Ich stand vor ihm, ne? Dann passiert nichts, auf einmal schlägt er mich wie dreimal aufeinander. Auf einmal tot. Nice. Also, ja, ich war noch nicht tot, aber ich konnte mich nicht mehr bewegen. Weil wegen Knochenbruch und so. Ja, kannst du mir hierher kommen und die Bäume wegfällen, weil hier ist ein bisschen sehr dunkel. Okay. Ich muss halt nur aufpassen, dass der nicht aggro.